Hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial. Letztens gab es ja von mir die 1.16 Goldfarm und XP-Farm, AFK. Und heute zeige ich euch mal, wie man die Grundform von einer Goldfarm aufbaut. Dazu befinden wir uns, wie ihr seht, unterm Bedrock. Da bauen wir jetzt erstmal ein paar Leitern hin, gehen ganz hier hoch. Und werfen die Enderperle, hüpfen einmal und schon sind wir oben. So einfach geht das. Es gibt auch eine neue Variante, wie man Bedrock zerstört. Das zeige ich euch noch in einem kommenden Video. Wenn ich dran denke, gibt es oben die Infocard mit dem verlinkten Video. Dann können wir das mal wegwerfen. Die brauchen wir nicht mehr. Gehen wir mal hier hin. Dann habe ich mir schon ein paar Blöcke rausgesucht. Ich werde euch dann noch einblenden, wie viele Blöcke ich verbraucht habe. Jetzt gehen wir erstmal einmal komplett nach oben. Bis wir zur maximalen Bauhöhe kommen. Diese ist bei 255. Das ist ein langer Weg. Kleiner Tipp, nehmt euch einen Slime-Block mit, wenn ihr habt's. So, jetzt sind wir oben. Maximal Bauhöhe beträgt 256, ist in Ordnung. Wenn man da schaut, auf der rechten Seite, da, es ist 255 der letzte Block. Beziehungsweise da, Target-Block, aber Target-Fluid, naja. So. Weil wenn ihr einen Slime-Block habt, könnt ihr den unten platzieren und dann einmal wieder runterhüpfen, ohne dass euch was passiert. Und dann machen wir noch einmal Leiter nach oben. So, jetzt sind wir oben angekommen. Leiter steht, wir kommen hoch und runter, ohne Probleme. Dann brauchen wir Slabs. Ich habe jetzt für diese Farm die neuen Crimson Slabs hergenommen. Und die müssen wir einmal platzieren auf der unteren Seite, sodass oben nichts spawnen kann. Machen wir hier noch einen hin. Beziehungsweise den können wir einmal kurz noch lassen. Runterfallen sollte man nicht. Weil wir brauchen einen Mittelpunkt. Jetzt machen wir uns hier erstmal einmal ringsrum eine kleine Plattform. Und ich mache es immer so. Ich mache immer von dem Block auf der Mitte ausgesehen, von da an in jede Richtung 33. Das hat sich bei mir so eingebürgert und da kann man auch ganz gut zählen. Wie groß ihr die Plattform macht, ist im Grunde euch selber überlassen. Dementsprechend werden natürlich dann auch die Blockanzahl variieren, die ihr braucht. In der 1.16, wohl bemerkt, braucht man, um nur reinen Spawn vom Pigment zu haben, also Zombified Piglin, Magma-Blöcke. Und Magma-Blöcke sind ja doch etwas schwieriger zu organisieren, als wie jetzt normaler Stein oder Netherrack vor allem. Da wir in der 1.16 sind, werden wir jetzt zuerst die Decke machen und danach die Spawnfläche für die Pigmen, weil auf Magma-Blöcken rumschleichen permanent, um erst die Magma-Blöcke zu setzen und dann die Decke zu machen, ist etwas anstrengend. Dann gehen wir hierher. Das ist jetzt Block 1. Und dann zählen wir weiter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Das ist jetzt eine Richtung. Jetzt machen wir das noch schnell in die andere Richtung. Zählen sollte man dabei auch. So, jetzt haben wir 33 in jede Richtung. Jetzt ist natürlich euch selber überlassen, macht ihr es viereckig oder macht ihr es rund? Ich mache es sehr gerne rund, weil meistens die Ecken dann entsprechend weit weg sind, dass dann nichts mehr spawnt, was Materialverschwendung wäre. Und rund, finde ich, schaut auch schöner aus als eckig. Ich mache das jetzt rund, dann kann ich euch nämlich auch sagen, mit welchen Abständen. Hier machen wir jetzt erstmal 5 weitere Blöcke dran. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir hier einen an der Seite dran. Dann 1, 2, 3, 4 Stück. Dann machen wir wieder einen an der Seite dran. 1, 2, 3. Und dann machen wir einen dran. 1, 2. 1, 2. Dass es dann so ausschaut. Das gleiche machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Seite 1, 2, 3. Seite 1, 2. Seite 1, 2. Und jetzt machen wir das einfach schräg zu. Bis wir bei dem anderen da sind. Und dann haben wir jetzt schon mal ein Viertel fertig vom Umriss. Und das machen wir dann natürlich auch auf den anderen Seiten. Genauso. Gehen wir da hin. Kann natürlich, wenn man jetzt hier das Stück gemacht hat, kann man gleich das Stück natürlich dranhängen. Wie ihr die Reihenfolge einhaltet, ist euch überlassen. 1, 2, 3, 4, 5. Seite 1, 2, 3, 4. Seite 1, 2, 3, 4. Und schon Fehler. Das sind bloß 3. Dann kommen hier 2. Und nochmal 2. Genau. So, und haben jetzt einmal für die Deckel den Umriss fertig. Und jetzt kommt eigentlich die erste schlimme Arbeit, das alles ausfüllen. Inzwischen kann man auch hier diesen wegmachen und so machen, damit man danach halt weiter runterkommt. Und dann füllen wir mal die ganze Sache aus. So. Wir haben das jetzt voll. Die Decke steht. Dann können wir hier runtergehen. Shift drücken. Und da das Loch zumachen. Dann nehmen wir 2 weg von den Leitern. Erstmal. Versuchen natürlich nicht runterzufallen. Und machen es am besten so. Zack.
an die Leiter dran setzen und da drauf landen. Ist jetzt das Einfachste, gerade im Survival. Weil dann können wir nämlich ohne Probleme da die ersten Magma-Blöcke hinsetzen. So. Wieder hier drauf, Shift, bauen das ab. Gehen wir hier hoch und dann immer schön Shift halten. Ich kriege jetzt natürlich keinen Schaden. Kleiner Tipp. Geht's in Optionen rein, Barrierefreiheit, und dann gibt es hier den Punkt Schleichen und der steht auf Halten. Das heißt, man muss Shift gedrückt halten. Man kann es aber auch auf Umschalten stellen. Das heißt, wenn man zurückgeht, einmal Shift, freie Hände und ihr könnt es da drüber sneaken. Ist halt von der Zeit her, die man braucht, bedeutend aufwendiger. Natürlich. Aber es ist die Mühe wert. Ich gehe jetzt da wieder raus, schalte es wieder um. Dann geht es nämlich besser zum Zeigen. Hier machen wir im Grunde genau dieselbe Geschichte. Auch wieder raus. Diesmal könnt ihr euch an der Decke orientieren. Ihr müsst sie nicht unbedingt zählen. Wenn nämlich hier drauf steht und nach oben schaut, müsst ihr die letzte Slap haben. Und ihr seht, da spawnt schon einer. Es geht schon los. Auf den Magma-Blöcken können halt nur die Zombie-Pigments, also die Zombie-Fight-Piglins, spawnen. Und sonst nichts anderes. Es können auch noch Magma-Cubes spawnen, aber dafür ist der Platz von zwei Blöcken nach oben, also zwei Blöcke Luft hier, zu klein. Die brauchen Minimum drei Blöcke, um spawnen zu können. Da fehlt noch eins. Ja, seht ihr schon, es werden immer mehr. Auch kleine. Theoretisch sollten sie kein Problem sein, wenn ihr baut. Im Notfall werft sie einfach runter. Wenn ihr da angesneakt kommt, einfach mal hier ein bisschen runterschubsen. Tut keinem weh, also dem Piglin Zombiefight. Ich nenne sie Pikmin. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Und schon auch schon einige. Es werden immer mehr, wie ihr seht. Wenn man jetzt natürlich auch entsprechend weit weg ist, das könnt ihr natürlich spawnen. Wenn ich jetzt auf die Seite gehe, dann müssten da hinten anfangen welche zu spawnen, theoretisch. Ja, das sind auch gerade wieder mehr geworden. Ja, da hinten spawnen jetzt auch welche. Also ihr seht, sie läuft im Grunde schon. Und dann macht sie im Grunde das gleiche Muster wie hier oben bei der Decke unten hin. Und dann sehen wir uns gleich nach einem Cut wieder. So. Dann einmal, das ist auch fertig. Die letzten Blöcke setze ich gerade noch. Das ist eigentlich die schlimmste Aufgabe, immer die Plattform dann auszufüllen. Ihr seht, hier ist schon ordentlich was los. Das ist auch gut so. Dann können wir erstmal hier die zwei wegnehmen. Die brauchen wir nicht mehr. Dann gehen wir von diesem Block 1, 2, 3, 4 weg. 1, 2, 3, 4 auch auf dieser Seite. Ohne runterzufallen natürlich. 1, 2, 3, 4. Und auf der Seite auch nochmal 4. Und dann machen wir das leer. Weil da kommt nämlich jetzt gleich unsere Killstation hin. Und alles andere, was man haben möchte. Ich zeige jetzt nur einen Grundaufbau. Ihr könnt es halt, wie es wahrscheinlich eventuell bei der anderen Farm gesehen habt, noch einen Verzauberungstisch reinbauen, ein automatisches Lagersystem, eine
Picklin Trading Station, dass ihr das Gold gleich weiterverarbeiten könnt. Das ist euch überlassen. So, ich hatte mich ja schon mal ein paar Sachen geholt, die wir gleich noch brauchen. Aber zuerst brauchen wir den da. Dann gehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, 8 Blöcke runter und beim 9. Also wenn ihr hier das wäre jetzt 8. Dann könnt ihr da, dass ihr so Kastel seht, einen Klick machen, dann habt ihr da einen Block. Und dann einfach hier auch eine Plattform hinmachen. Aber diesmal von der Mitte aus 1, 2, 3, 4, 5. Damit wir dann später das wunderbar so einkasteln können. Dass wir hier einen Kasten haben, der uns Sicherheit bietet. Und das machen wir wieder in alle 5. Nein, 4 Richtungen. Es sind nur bloß 4 Richtungen, nicht 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 in alle 4 Richtungen. So ist es richtig. So, dann haben wir die Plattform fertig. Dann machen wir hier die Wand erst einmal 4 hoch. Und wenn wir eine 4 hohe Wand haben, machen wir da auf die obersten Blöcke eine Decke rein, beziehungsweise einen Fußboden. Halt, stopp. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen eine Sache bedenken. Wir sind im Nether Waste, aber es können auch Picklins spawnen. Und Picklins wollen wir nicht, die belegen das Mobcap. Das heißt, wir haben da den Fehler. Ich nehme jetzt einfach mal die, weil es gerade egal ist. Wir dürfen keine vollen Blöcke nehmen. Wir müssen Slabs auf dem unteren, also untere Slabs nehmen. Weil wenn man dann weggehen sollte und wiederkommt, dann können Picklins da sein. Was wie gesagt unvorteilhaft ist. Wofür es vorteilhaft wäre, um Picklins zu provozieren zum Spawnen, wäre, wenn man jetzt noch eine Trading-Station baut, dann muss man die dann nur noch da reinlocken. Also dafür könnte man durchaus mal so ein 2x2-Feld mit vollen Blöcken hernehmen, aber ansonsten wäre es ratsam, mit Slabs zu arbeiten. So, dann haben wir das jetzt schnell umgebaut. Sorry dafür. Und dann ziehen wir hier noch einen Boden rein. So, dann haben wir den Boden drin. Dann ziehen wir noch die Wand hier hoch. Damit es schön bündig ist. Und wir einen sicheren Raum haben, wo uns nichts mehr passieren kann. Dann haben wir das jetzt auch fertig. Als nächstes werden wir jetzt erstmal dafür sorgen,
Ah, jetzt wird es etwas komplizierter. Hier werden wir unsere Killstation hinmachen. Das heißt, hier machen wir einen kleinen Raum für unseren Akrohannes. So. Da können wir dann durchaus auch mit Glas arbeiten. Ja, das kann ich mit Glei noch wiederholen. Machen wir hier ein Glas rein. Dann brauchen wir ein Nametag mit, ich habe jetzt Bob genannt. Bauen uns doch mal kurz hier rüber. Hi. Am besten wegreißen, ansonsten wollen die da nämlich rüberlaufen. Dann schubsen wir einen, der möglichst nahe steht. Wir müssen wohin? Dahin. Da den Block wegmachen. Und einen da reinschubsen. Er kriegt kurz Schaden, das macht nichts. Einmal zu, zweimal zu. Und wenn wir dann schon hier sind, können wir noch eine Wand bauen. Und zwar lassen wir hier frei. Fangen erst hier an. Und machen hier mit Glas einmal fast komplett zu. Und ganz wichtig, diese Ecken mitzumachen. Weil ansonsten, wenn die Pigments kommen, bleiben die hier hängen, weil sie zu einem da in die Mitte wollen und kommen nicht weiter. Und wenn hier zu ist, dann gehen die hier lang. Ihr könnt natürlich da auch andere Sachen hier nehmen. Man kann jetzt auch zum Beispiel hingehen und sagen, hier, ich nehme jetzt Trapdoors und mach das so. Würde auch funktionieren. Aber ich finde, in dem Fall sieht man einfach durch die Glasblöcke mehr. Und es macht auch keinen Unterschied, ob das Glasblöcke sind oder Trapdoors. Dann können wir zur Killstation. Dazu brauchen wir einmal Trapdoors hier. Dann brauchen wir hier ruhig volle Blöcke. So. Da oben zwei und hier unten zwei. Das ganze Rätselslösung seht ihr gleich. Dann machen wir hier noch einen Behelfsblock hin. Warum seht ihr gleich? Und dann könnt ihr auch hier entweder mit Glas arbeiten oder wieder mit Trapdoors, wie es euch beliebt. Fünf Stück übereinander. Warum fünf, werde ich euch gleich zeigen. Und hier vorne lassen wir auch noch kurzzeitig frei. Das noch alles aufklappen. Ich finde Trapdoors in dem Fall eine sehr schöne Lösung, weil sie nehmen nicht viel Platz weg, aber bieten trotzdem Schutz. Dann brauchen wir eine Lava hier. Dann gehen wir eine Etage tiefer. Machen den da weg. Holen uns einmal Hopper. Den Hopper hier unten dran. Und vielleicht noch so. Und dann können wir hier
Mal schnell Truhe. Ich muss das unbedingt mal noch umstellen. Auf Englisch. Auf meinem anderen Computer habe ich nämlich auf Englisch stehen. So, dann haben wir da schon mal unser Lagersystem. Und was mir gerade einfällt, wir müssen Bob noch benennen, damit er nicht despawnt. Dann machen wir den Behelfsblock weg und holen uns eine Schiene und 24 Minecarts, Hopper Minecarts. Stellen uns so hin, dass wir vor uns und hinter uns Wand haben. Shift halten, hüpfen und dabei einen Klick. Und schon haben wir diese Schiene in der Position. Man könnte es jetzt auch in die Position machen, aber da würden die Minecarts jetzt rausgezogen werden, also rausgedrückt werden, besser gesagt. Und dann setzen wir 24 Minecarts. Ihr seht da unten sagen die Hitbox von der Schiene. Immer da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Das heißt, jede weitere Identität, die hier reinkommt, wird getötet. Dann können wir hier auch zumachen mit 5 Trapdoors. Und die Killstation ist fertig. Der Agrohannes ist auch fertig. Dann bleibt eigentlich nur noch eins zu machen. Und das alles mal weg. Konnte ich. Achso, nein, ich will es ja im Survival zeigen. Da brauchen wir ein paar Pfeile. Hier kann man gern noch das etwas umbauen. Slap, slap, slap. Kann hier oben auch nichts spawnen. Und dann gehen wir in den Survival Mode. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr die Trapdoor kurzzeitig runterklappen. Und da kommen sie. Die da hinten werden jetzt auch gleich noch getriggert. Und schon läuft das. Zu beachten ist jetzt nur noch hier hinstellen. So in den vorderen Teil von dem zweiten Block. Weil dann kommen die EPs an und ihr könnt von den Pigments nicht gehittet werden. Was halt zum sofortigen Tod führen würde. Und ihr seht, da kommen Level an. In rauen Mengen. Und es dürfte, glaube ich, nicht allzu lange dauern. Da kommen schon die neuen. Also die waren halt schon am Laufen, habt ihr gesehen. Die kommen wieder weiter nach. Und fertig ist die Goldfarm. Dann kann man natürlich hier runtergehen. Jetzt landet natürlich alles hier drin. Jetzt haben wir ja schon einiges an Nuggets. Ein paar Goldschwerter. Da oben hat sich nichts eingesammelt, das passt. Und da geht das dahin. Was passieren kann, wenn ihr zwischendurch hier runter geht, es kann sein, dass ihr die Akku verliert. Ja. Wir haben, glaube ich, etwas. Nein, da kommen sie. Sie kommen weiter an. Die Farm läuft. Und da kann man halt AFK stehen bleiben. Ich hoffe, das Pau-Tutorial hat euch geholfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Es ist eine furchtbare Arbeit jedes Mal. Aber dafür ist es sehr effektiv. Wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.